Also, nun haben wir den Talk über das Radio und was mit ihm passierte. Falls ihr beim Camp wart, dann kennt ihr bereits Software-Defined Radio, also Software-Defined Radio und das großartige Team von diesem Team, das organisiert ist, haben wir SEC und Schneider, Mitglieder und auch Gründer des CCC in München, die das Radio beim Camp organisiert haben. Vielen Dank. Okay, hallo euch allen. Willkommen bei Radio Plus Plus, Radio ein halbes Jahr danach. Das Radio in einem halben Jahr kann sehr viel passieren und wir werden uns damit beschäftigen. Also, was ist das Radio? Das war das elektronische Namensschild beim Camp dieses Jahr und Statistik sagt, dass über 50% der Leute in diesem Raum wahrscheinlich beim Camp waren. Und wir wollten etwas Besonderes für das Camp machen. Es ist ein multifunktionsfähiges, software-definiertes Radio-Namensschild. Wir haben es kompatibel gemacht mit dem HackRF, das einige von euch kennen. Damit ist kompatibel eine sehr populäre Open-Source Software-Defined Radio-Plattform und haben das uns angeschaut und in ein Namensschild verwandelt. Es ist außerdem eine Entwicklungsplattform, das mit einem Dual-Kern IRM-Prozessor und zwei USB-Ports, was also auch sehr schön ist. Warum haben wir das gemacht? Vor 4 Jahren hatten wir die Rakete gemacht, auch ein digitales Namensschild für das Camp 2011 und das war einfach ein Riesending. Wir hatten sehr viel Spaß dabei, es zu machen, sehr viel Stress, aber auch sehr befriedigend. Die Leute haben sehr schöne Projekte damit gebaut und 4 Jahre danach, es war einfach fast keine Frage mehr, was wollen wir was tun, sondern was wollen wir tun. Und dann wird es schwierig. Wir wollen nicht stillstehen. Das Ziel der Rakete war, etwas zu haben, was wiederverwendbar ist, womit die Leute was anfangen und auch was lernen können. Nicht ein Arduino, sondern etwas, womit man Spaß haben, was Neues entdecken kann. Und das war also damals dieser Prozessor. Warum ein software-definiertes Radio? Naja, also grundsätzlich haben wir uns etwa vor einem Jahr mit SDR beschäftigt und dachten, das wäre schön, sowas auf einem Schild zu tun. Also nicht irgendwie einfach ein Samsung und nicht etwas, was jetzt in 1,5 Jahren das nächste Samsung-Telefon einfach hat. Etwas, was einfach die allgemeine Öffentlichkeit nicht so schnell, nicht so billig bekommen hat, einige Zeit lang noch. Und wir wollten das also herausgeben und zum Spielen freigeben. Also SDR, Software Definiertes Radio, hört sich schön an, aber auch kompliziert, aber interessant. Warum möchte man ein SDR haben? Vieles heutzutage ist heutzutage drahtlos und weil es taucht auf deiner Türschwelle als Smart Meter vielleicht und es gibt keine Möglichkeit, dort hineinzuschauen, aber mit SDR könnt ihr. Ihr könnt dort hineinschauen, könnt mehr lernen. Etwa vor 1,5 Jahren haben SEC und ich uns mit SDR beschäftigt, nicht mit Satelliten, und haben unsere Angst verloren vor SDR. Eine dieser Mythen, SDR ist nicht schwer. Man kann es schwer machen, wenn ihr wollt, aber es muss nicht so sein. Wenn ihr genug Zeit und Motivation habt, dann könnt ihr es hinkriegen. Es gibt 3 mathematische Funktionen, Sinus, Cosinus und der Satz des Pythagoras. Und dann könnt ihr Sachen herauskriegen. Also grundsätzlich könnt ihr über SDR denken wie über die Signatur eines Punktes, der sich in der Ebene bewegt und diese Bewegung verfolgt. Das ist also was wir hier haben, ein Bild, das viele Punkte enthält, die sich im Kreis bewegen und dieser Kreis bewegt sich wiederum im Kreis. Ihr habt also einige Frequenzen, die andere Frequenzen modulieren, einen Abstand, einen Offset vom Zentrum. Und das bringt ihr also in Mathematik hinein und wir wollen jetzt nicht zu sehr in SDR hineingehen in diesem Talk. Wir konzentrieren uns mehr auf das Radio, das Badge. Es gibt einen Talk in CCCB, den ihr auf media.ccc.de finden könnt. Eine weitere Person hat tolle Videos gemacht mit Tutorials über SDR. Schaut euch das an, das sollte euch die Probleme lösen. Also, wo kann ich ein Radio bekommen? Nun, vor einem halben Jahr haben wir gesagt,
Wir bauen vielleicht ein paar mehr, aber naja, niemand hat sich da bereit erklärt, niemand hat die Zeit. Es ist unwahrscheinlich, dass das sich ändern wird. Es ist ein Open-Source-Projekt allerdings und die Eagle-Files sind auf GitHub zu finden. Wir hatten keine Zeit, das in KiCad zu machen. Wir kannten Eagle, also wir haben es in Eagle gemacht, tut uns leid, aber trotzdem ein freier Viewer und die Files sind da. Einer unserer Prototyp-Hersteller ist bereit zu helfen und nimmt Bestellungen an. Wir haben Kontaktdetails am Ende des Talks, wie man das hinkriegen könnte, um aus diesen Files was herzustellen. Ja, also Inhaltsverzeichnis. Fangen wir mal an. Wir werden die Firmware uns anschauen, was sich in einem halben Jahr getan hat, was in der Hardware passiert ist. Und ihr könnt euch kaum vorstellen, was in einem halben Jahr in der Hardware passieren kann. Wir schauen uns das Radio Challenge an, den Wettbewerb, den wir hatten. Wir reden ein bisschen über ein schönes Kunstprojekt in der Lounge mit dem Radio und noch etwas mehr über SDR, Software-definiertes Radio. Also, SEC ist unser Firmware-Guru. Und er hat eine Menge Zeug gemacht, eine Menge Magie, um all das alles, den Bootloader und das Switchen zwischen verschiedenen RAM-Bereichen zum Laufen zu kriegen. Er wird sich damit jetzt hier behandeln. So, the firmware was also, not only, die Firmware war natürlich nicht mein eigenes Projekt, ich hatte also viel Hilfe von anderen Leuten, von CCC München und von CCC überhaupt. Wir gehen jetzt nicht allzu sehr ins Detail, wir wollen nur kurz zeigen, was der aktuelle Stand der Firmware ist. So the firmware is, die Firmware ist at the camp, still on schon GitHub. Auf dem Camp, auf GitHub. There have been quite a few changes. Es gab eine Reihe von Änderungen. Einige Leute haben Pull-Requests gestellt und die meisten davon wurden auch gemerged. Wir haben ein paar vielleicht übersehen. Wenn wir es übersehen haben, dann maybe contact us again kontaktiert uns vielleicht nochmal. Wir schauen es nochmal an. Right after events, direkt nach den Events ist es etwas überwältigend, wir sind ein bisschen beschäftigt mit den ganzen Anforderungen. Vielleicht fällt uns da was runter, tut uns leid. But it's still open for everyone. Aber es ist immer noch für alle offen. The current firmware, die aktuelle Firmware hat eine, ich weiß nicht, ob ihr jetzt wisst, die meisten waren vielleicht nicht auf dem Camp. Die Firmware kann verschiedene Module laden, es gibt verschiedene Konzepte. Es gibt die Camp-Firmware, das ist die euer Nickname anzeigt und Sachen ausführt. Und die kann kleine Module laden, die Loadables genannt werden. That you can run inside kleine, kleine Binärdateien, die innerhalb der Camp-Anwendung ausgeführt werden, die für sich alleine laufen können. Wir hatten eine recht große Liste von Loadables. In der Zwischenzeit viele von verschiedenen Menschen eingesandt. Wir geben einen kurzen Überblick, was wir momentan haben, um euch vielleicht in die Stimmung zu bringen, ein bisschen Code für die Radio Badge zu schreiben. Es ist nicht so schwierig. Das erste ist B. Das ist eine Neuimplementierung eines recht bekannten Webspiels. I mean, 2048. Sieht nicht aus, als wäre es eine gute Strategie wäre. Aber ja, ihr könnt das spielen. Natürlich ist die Displaygröße limitiert und nach 9 kommt dann A und B und wenn ihr B erreicht, dann seid ihr fertig und deshalb heißt es B. Das nächste ist Snake. Das kennt ihr auch schon, das ist eine Neuimplementierung des alten Nokia-Klassiker. Wir sind also kompatibel mit alten Phones. Und als er da in die Wand gefahren ist, es gibt auch Snake 2. Achtung, Achtung, warte auf, Spannung. Yay! Okay. Okay. That makes it much more difficult to kill yourself, as you can das see macht right es there. Auf jeden Fall schwieriger, sich selbst umzubringen, wie man sieht. Tetris, dann haben wir Tetris, kennt ihr wahrscheinlich, haben wir ein bisschen schneller gemacht, weil es am Anfang mal ein bisschen langsam ist, ein bisschen langweilig ist. Niemand von uns kann so schnell spielen. Okay, but that's all games and the next one is also, okay, sind also Spiele, game. Das nächste ist auch ein Spiel. Das einfachste überhaupt. Das ist tatsächlich ein Port von demselben Loadable für die Rocket von vor ein paar Jahren, nur mit Farben.
there was, I mean, oh, you didn't get the UFO. Okay, the other, the next thing, das nächste ist Bricks. Submission we got. I mean, looks also familiar. Sieht auch vertraut aus. Well. Ja, okay. Okay, might need some improvement. Vielleicht then, auch ein bisschen Arbeit gebrauchen. Is, dann Cube. Nice graphics hacks, ein schöner like Grafik-Hack hier, der Würfel. Particularly like. Den mag ich besonders gern, das ist schön anzuschauen. Mandelbrot ist ein Fraktalgenerator. Which is actually also a port of an old Lottie before auch the eine Portierung eines alten Rocket-Moduls. Kann ziemlich weit ranzoomen. Then we have the fire laudable. Das Feuer, ein alter Klassiker. The last thing is wobble, yes. Ich glaube, das letzte ist Wobble, ja. I didn't think of those names. Those are submissions. Ich hätte mir die Namen nicht ausgedacht, das sind alles Einsendungen von anderen. Aber ihr könnt sehen, die CPU ist recht schnell. Dann gibt es natürlich noch die Frage, wie viel Platz habe ich auf meiner Radio Bash noch übrig? Wir haben ein 2 Megabit Flash Chip, der also 1,5 Megabyte für das Dateisystem hat. Und see a nice graph of dann gibt es hier eine schöne kleine Grafik, wie viel schon verwendet wird, wie viel noch übrig ist. Dann haben wir den Zeitplan, den Fahrplan. Das hat den Fahrplan des aktuellen CTC-Events. You can get it at our Wiki, or if könnt ihr im Wiki bekommen, oder wenn ihr unsere Assembly vorbeikommt, könnt ihr das Radio dort flashen. Dann habt ihr den Zeitplan auf eurem Batch. Und wenn die Server wieder mal da sind, könnt ihr einfach in euer Radio reinschauen. So, the next loadable is... No, there's no more loadables, sorry. Das war's mit den loadables. Those are actually also loadables. I mean, the idle animation of your radio eigentlich auch loadables, also diese Animationen, die Nicknames zeigen. They just have a special name. Sie haben nur einen besonderen Namen und zeigen eben den eingestellten Nickname an. Das ist Live, das ist Conway's Spiel des Lebens im Hintergrund. Wir haben die Matrix, Animation, die eben den bekannten Effekt zeigt. Wir haben ein Sternenfeld. Das ist auch eine Einsendung. Ich mag, dass es sehr, sehr flüssig läuft. Und hier bei dem letzten sehen wir nochmal alle Farben, die das Display anzeigen kann, das Farbplasma. Da gibt es auch die grundsätzlichen, die nur den Nickname anzeigen und nichts tun, aber die sind nicht so interessant. Und das ist das war's mit der Liste der Loadables, die innerhalb der Camp-Firmware laufen. Die können das gesamte Framework dieser Firmware nutzen, die schon implementiert sind. Ihr könnt aber auch eine Anwendung schreiben, die ganz alleine auf dem Radio läuft, die nichts mit der Firmware läuft. You hold the joystick to the left, das müsst ihr einfach beim Anschalten den Joystick nach links gedrückt halten, dann seht ihr eine Liste der Anwendungen. Common ones are the camp application, die häufigsten sind die Camp-Anwendungen, die wir gerade gesehen haben, und die HackRF. Und das wurde mittlerweile von der HackRF, also der AF-App, ersetzt werden. Und das versetzt das Radio in einen Modus, der kompatibel zum HackRF ist. Das ist ein Software-Defined Radio, das unter anderem mit GNU Radio bedient werden kann. Damit ist die Batch schon kompatibel. Dann haben wir ein paar andere Anwendungen, zum Beispiel eine, die Mod-Dateien abspielen kann. Da haben wir eine Demo für. Dann haben wir was vorbereitet. Just a second. Wow, das kleine Radio bis in den großen Saal. Nicht schlecht. Thank you. Danke sehr. That was rather nice. I mean, you need to plug in. Das war ganz cool. Also man muss natürlich Kopfhörer anschließen dafür. Aber ja. Und da haben wir noch die RF-App. Some standalone RF things like. Die macht ein paar Frequenzdinge, wie so ein Wasserfallanzeige, wo man eine Frequenz anzeigt, die es anzeigen soll, und dann zeigt es, ob dort Aktivität ist oder nicht. Select the speed up to. Man kann die Geschwindigkeit einstellen, soweit die CPU es halt zulässt, und eine Bandbreite von 2 MHz, was
für ein alleinstehendes Programm sehr, sehr gut ist. Die AFF hat außerdem noch andere Features, zum Beispiel einen Empfänger und Sender für frequenzmodulierte Signale, sprich Radio. Das wollen wir jetzt hier kurz einmal zeigen. Just a second. Kurzer Moment. Is a wideband FM receiver. Also es ist ein Breitband-FM-Transmitter und Empfänger von Hilse. Man kann die Frequenz einstellen, auf der man senden oder empfangen will. Dann hat es Push-to-Talk. Wenn man den Knopf drückt, während die Anwendung läuft, dann wird eure Badge zu einem Radioüberträger. Und wenn man das zum Beispiel auf 2,4 GHz einstellt, auf unseren Badges, dann werden wir jetzt ein Audiosignal von Zachs Badge auf meine Badge übertragen. Er hat den Sender, ich den Empfänger, das ist eigentlich die gleiche Software. Test. No. Success. So, Test, Test. Such's nochmal. Na. I think we. I cannot hold three things at once. Ich kann nicht drei Dinge auf einmal halten. Moment. Test. So. Aha. Hallo, hallo, könnt ihr mich hören? Get away a little bit. Ja, scheint zu funktionieren. Test, Test, oh yes, hello, Test, yay! Yay, hurra, es funktioniert. Quality, but Qualität ist nicht so toll, aber Proof of Concept, es geht. Okay, I guess that was a little bit of. Ja, ich denke, das war vielleicht ein bisschen zu viel Power für den Empfänger. Wideband FM broadcast station has very good quality. Aber wenn man sich zum Beispiel in eine FM-Station reintunet und am besten eine Antenne hat, die zu der Frequenz passt, könnte er am Radio hören oder irgendwelche anderen FM-Stationen. Die eingebaute Antenne ist halt für so etwa 2,4 GHz. Optimiert und Radioempfang ist halt deutlich darunter. Also vielen Dank an Hilse, der diese Anwendung geschrieben hat. Went into the RF stuff and implemented all the necessary functions for that. Jetzt eine notwendige Funktion implementiert für werden, wofür gar nicht die Zeit gehabt hätten, das selbst zu machen. Vor allem nicht so hübsch, wie er es gemacht hat. Yeah, I told you a little bit before about the Hacker. Ich habe eben schon die Hacker App erwähnt. Beim Camp konnte man sie starten und dann hatte es halt im Hacker-F-Modus und konnte es ansprechen wie ein Hacker-F und man sah nichts auf dem Display, es gab nichts, keine Funktionen weiterhin, das lief alles über den Computer. Jetzt haben wir die volle GUI-Erfahrung, wo man sehen kann, was gerade eingestellt ist, was die Badge gerade tut. When you start it, it's off. Wenn es startet, ist es aus und dann kann man es something from your computer, then, auf Empfangen oder auf Senden stellen. Das zeigt das dann an, dass man gerade was sendet oder empfängt. Hier jetzt im Empfangsmodus. And you can also see the settings, und ihr könnt auch die Einstellungen sehen, ob der Verstärker angeschaltet ist oder abgeschaltet, wie die Gain-Einstellungen sind. At which radio is receiving. Die Empfangsrate, wir fanden, die Hacker-F-Tools sind oft etwas verwirrend. Und wenn man nichts einstellt, dann lässt es einfach den zuletzt eingestellten Modus für alles. Und das ist dann verwirrend. Und so kann man einfach sehen, ob es an ist oder aus. Und wenn man sendet, sieht man, dass man sendet. Auch wieder das komplette Feedback. Es gibt nichts zum Auswählen auf der Badge, es ist nur ein Status-Display, aber wenigstens das. Und schließlich, vor ein paar Tagen hat Hilse dann die RF-Lib eingereicht und die macht es leichter, in einer schönen Bibliothek auf die ganzen RF-Funktionen zuzugreifen. Also man kann die Frequenz einstellen, man kann Frequency Shift Keying to transmit data. Frequency Shift Keying, Modulation anwenden. Man kann Pakete empfangen und übertragen. Es hat sogar ein bisschen Multiprozessorfähigkeit auf den zweiten Kern auf der Badge. Man kann also auch anderen Code auf dem Hauptprozessor ausführen, während man Daten empfängt oder sendet. Das funktioniert sehr gut.
Das einzige Problem ist, wenn man was an das Display schicken will, dann braucht man eine besondere Funktion von der Bibliothek, dass das Display richtig eingestellt ist und nicht, sich nicht mit dem RF-Code beißt in der Zwischenzeit. Aber es, trotzdem ist es sehr cool und es ist Teil des GitHub-Repositories seit 3 Tagen oder so. Also eine Last-Minute-Sache, die wir hinzugefügt haben. Aber es ist sehr, sehr toll. Was wir immer noch vorhaben, aber noch nicht geschafft haben, ist, wir möchten die Änderungen, die wir in dem Radio gemacht haben, auch ins HKF GitHub zurückspielen, sodass wir das nicht separat warten müssen und wollen es also aktuell halten mit allen Änderungen, die dort auch sind. Und ein Projekt, das Schneider auch noch machen möchte, ist, Sachen direkt von einer SD-Karte zu senden und zu empfangen. Man kann also einen SD-Karten-Slot an das Badge anlöten und Dateien lesen. Das ist noch nicht am Anfang da, aber es ist möglich. Und wir wollen einfach etwas empfangen und direkt auf die Karte schreiben und dann von der Karte wieder abspielen, sodass man also ein Wiederabspielgerät haben für Radiosignale, also vielleicht für Garagentoröffner oder solche Dinge, sehr schön. Jetzt kommen wir zu Details in der Hardware und das muss ich wieder an Schneider delegieren, denn er ist der Hardware-Guru. Okay. Also, was kann in einem halben Jahr mit der Hardware passieren? Bugs. Ihr könnt viele Bugs in einem halben Jahr finden. Und wenn man irgendwas in 2 Monaten zusammengestoppelt hat, besonders, wir haben also viele gefunden und einige können in Software gefixt werden, andere aber nicht, werden jetzt nicht durch alle durchgehen, aber einige, die wir kennen, und werde euch sagen, ob das in Software bearbeitet werden kann oder ob es jetzt einfach so ist. Okay, also, eines der häufigen Probleme ist, wenn man hackt, ist, dass man eine Menge Interferenz bekommen kann von den Ursignalleitungen. Es gibt dann also Peaks und das liegt einfach in dem Design. Man kann das nicht beseitigen. Wenn ihr eine Uhr mit 40 MHz habt auf eurem Device, dann bekommt ihr Peaks mit 80, 120, 160 MHz und die werden nicht weggehen. Taktfrequenz, danke, ja. Wir können also sehen hier diese Peaks von der Taktfrequenz und den Vielfachen davon. 120 ist dann nicht mehr so hoch, 160 nicht mehr so hoch, 400 und darüber kann man das nicht mehr wirklich wahrnehmen. Das ist also etwas, womit man leben muss. Das hat man im Spektrum und die sind einfach da. Die bewegen sich nicht, was immer ihr auch tut. Ihr könnt die Antenne berühren, bewegen, aber das ist einfach da und ihr müsst es ignorieren. Es kann nur sehr wenig hier getan werden. Wir werden das behandeln im Talk. Be aware. Aber seid euch dessen bewusst. Nächstes. Missing high pass. So, fehlender Hochpass. Wir haben das Radio bekannt gegeben als etwas, was mit Frequenzen von 10 bis 30 MHz bis 40 GHz arbeiten kann, aber wir haben einen wichtigen Teil für die 4 GHz Arbeitsfunktion nicht bestückt. Das lag an Budgetproblemen, wir haben es rausgelassen. Das Ergebnis ist, dass ihr nicht über 2,75 GHz senden oder empfangen könnt. Wir dachten, wir könnten das vielleicht in Software lösen, aber wir haben nun erkannt, dass das nicht möglich ist. Es gibt nur 2 Lösungen. Entweder den High-Pass selbst bestücken, ihr könnt die Teilnummer vom Schema bekommen, oder überbrückt das, aber seid euch bewusst, wenn ihr das überbrückt und dann etwas überträgt, dann bräucht ihr wirklich einen externen Filter, um die harmonischen Frequenzen, die dadurch erzeugt werden, zu entfernen. Wenn ihr nur empfangen wollt über 2,75 GHz, das ist okay, schaltet das einfach dann. Wir haben Berichte über Lichter auf der Rückseite, die angeschaltet werden. Und das liegt an Pins, die wir ausgetauscht haben. Wir haben hier also Pins überbrückt oder eingeschaltet, die auch Boot-Optionen betreffen und diese sind hoch per Default und das kann also das Display sogar ausschalten. Schwer dies zu lösen. Das Beste ist einfach, die Batterie zu entfernen, sonst wird die Batterie entleert.
und sehr schnell leer sein. Antenne. Ja, Antenne. Ursprünglich wurde die Antenne entworfen, um etwa bei 2,4 und dann drüber nutzbar zu sein. Es gibt da einen etwas Freiraum über der Wi-Fi-Frequenz und es wäre schön, wenn man in diesem Frequenzbereich empfangen könnte. Dann bekommt ihr also Kommunikation von Badge zu Badge. Aber wir haben dies leider ein bisschen falsch ausgerichtet, getuned. Die Antenne ist etwa bei 2,35. Sie arbeitet okay zwischen 2,4 und 2,5 GHz, aber naja. USB-Energie. Wir haben zwei USB-Ports und die sind also begrenzt. Der erste USB-Port hat Priorität. Wenn ihr den ersten was hineinschiebt, dann wird dieser Port so viel Energie bekommen, wie das Gerät am Port Power abzieht. Das kann ein Problem sein für ein Raspberry Pi und solche Dinge. Der zweite Port ist begrenzt auf 475 mA und das ist also nicht genug, um das Radio zu versorgen. Entweder holt ihr euch einen Adapter, einen Y-Adapter, der von einem anderen Port oder einem Hub Energie nimmt, oder ihr könntet hacken und den zweiten Port für Daten einsetzen. Das ist noch nicht geschehen. Also ein anderes Gerät, das ihr anschließt, könnte zu viel Energie abziehen. Die Taktfrequenzeingabe. Wir haben am Anfang gedacht, dass etwa ein Drittel aller Radios einen Input für Taktfrequenzeingaben haben, der zumindest funktionierbar gemacht werden kann. Aber wir haben das mit der Masse verbunden, das könnt ihr nicht reparieren. Das sieht einfach auf dem Bild aus. Einfach dieses Kupferstück entfernen, das hier mit der Masse verbindet, aber das kann man nicht einfach entfernen, weil es innerhalb der Platine auch noch vorhanden ist. Also das Einzige, was ihr machen könnt, ist mit Lötzinn. Ihr könnt also einfach, müsst einfach die Pads des Kristalls anlöten, dann könnt ihr es machen. Jemand hat etwas mit einem Konnektor mit Lötzinn verbunden und dann bootet es nicht mehr. Der ISP-Pin hat also einen Mangel, dort fehlt etwas und kein Problem, solange man dort nicht mit Löten herumbastelt. Also kein Konnektor, der das ISP-Pin verwendet. Schaut euch die Dokumentation dafür an. Das Ähnliche ist der Reset-Pin. Ist ein bisschen empfindlich. Wenn ihr irgendwas auf den Reset-Pin verbindet, sonst, wenn ihr das nicht auf High habt, dann kann es also gelegentliche Resets geben. Typische Probleme. Jetzt also Sachen, die wirklich repariert werden können. Kaputtes Display. Schaut nach Nokia 6100 Displays auf eBay. Die könnt ihr kriegen. Nicht so teuer. Wir haben auch einige bei der Assembly hier, der Radio Assembly im Kongress. Wenn ihr ein kaputtes Display habt, kommt vorbei. Wir können das austauschen. Jemand sagte uns, Rocket Displays können nicht verwendet werden, die sind nicht kompatibel mit den Pins, wenn ihr das also, ich bin eigentlich überrascht, dass das Ding nicht in Rauch aufgeht, wenn ihr das versucht. Kein Audio-Input-Output, der Kopfhörerverbinder ist manchmal nicht gut angelötet, schaut euch die Pins an diesem Connector, lötet sie nach, um sicherzustellen, dass ihr Kontakt habt. Manchmal müsst ihr auch den Stecker ein bisschen rotieren, ein bisschen drehen, um sicher zu sein, dass die Verbindung da ist. Der Powerknopf, das am meisten beanspruchte Teil, wenn das also fehlschlägt, entfernt es, fügt einen Jumper hinzu. Alles arbeitet aber, kein Datenfluss, das haben wir gesehen. Ihr könnt Settings einstellen, auch Hacker-Elf-Modus funktioniert, aber keine Daten. Das könnte sein, dass es keine Energie gibt auf dem USB-Port. Wenn das Display flackert, dann bitte ladet eure Batterie. Wir haben keine Batterieanzeige außer diesem Flackern.
das Flackern beginnt, wenn die Spannung sinkt, einfach ladet einfach das Radio wieder auf. Wenn ihr internen Flash-Speicher mountet, dann wird es sehr lange dauern, diesen Flash-Speicher zu beschreiben. Das ist normal. Bitte benutzt das Safe Eject-Feature eures Betriebssystems und wartet, bis das wirklich fertig ist. So stellt ihr sicher, dass euer Dateisystem nicht korrumpiert wird. Es kann einige Minuten dauern, größere Datenmengen zu transferieren. Dann die RGB-Leuchtdioden. Wir haben einen Fehler gemacht im Layout. Die Transistoren, die die Energie schalten, sind falsch. Und wir hatten dann ein Problem in der Kommunikation mit euch. Es ist nicht nötig, irgendwelche Drähte über das Badge zu spannen, zu löten. Überbrückt einfach zwei Pads bei jedem Transistor und das ist alles in Ordnung. Der Antennenverbinder, wenn ihr hier einen Konnektor anlötet, stellt sicher, dass ihr nicht die beiden Pads hier in diesem Kreis überbrückt. Die sind nicht verbunden per Default und wenn ihr die überbrückt, dann geht gar nichts mehr, weil ihr also zwei Energiequellen verbindet. Das Ding wird einfach nur sehr heiß und tut nichts mehr. Es gibt hier keine Lötenmaske, sehr nah beieinander. Es sieht jetzt gerade wie eine sehr große Distanz aus, aber dies ist eine große Vergrößerung, sehr leicht zu überbrücken. Also pass auf, dass ihr dies nicht überbrückt. Auch wenn ihr etwas ein BIAS-T anlötet, vielleicht für aktive Antennen oder vielleicht ein Verstärker in der Antenne. Ihr könnt also eine kleine Sprühe darin haben, wie für eine GPS-Antenne und die Antenne dann damit versorgen. Stellt sicher, dass ihr die Pads nicht überbrückt. Die HackRF hat das per Default eingebaut und auch schaltbar durch Software. Wir hatten weder die Zeit noch das Geld, das zu implementieren. Wenn ihr das also wollt, zwei sehr große Pads, ihr könnt hier einen großen Induktor einlöten. Tut es selbst, lasst jemand das tun, sollte es viel Spaß machen. Wichtiges Ding, wenn die Antenne einen Gleichstrompfad hat, dann kann das den Induktor ausbrennen. Die Logik, die wir hier zeigen, die wir benutzen, um etwas Iridium-Kommunikation zu empfangen, hat eine kleine Verbindung, die die beiden Antennenteile verbindet. Passt also auf, dass ihr das nicht tut. Schutz. Es gibt sehr kleine Teile, die sehr leicht kaputt gehen können. Wir empfehlen, dass ihr irgendwelche Schilder, Hüllen auflötet, weil die also sehr leicht abbrechen. Oder zumindest seid sehr vorsichtig, wenn ihr das Radio transportiert. Schlagt es etwas ein. Pass auf, dass nichts auf der Platine kratzt. Performance-Verbesserungen. Wir haben die Firmware ziemlich verbessert. Ihr könnt hier sehen, in der Mitte, da ist das Signal, so wie es sein sollte. Und auf den Seiten habt ihr riesige Berge von ungewollten Signalen, Energie. Und wir haben also etwas verbessert. Und nun sieht es so aus. Dies verbessert Übertragung, Empfang sehr. Also aktualisiert eure Firmware, falls ihr nichts anderes getan habt. Aktualisiert die Firmware, macht Dinge viel besser. Auch für diese Bursts. Wir haben eine Taktfrequenz entfernt. Eine haben wir zu einem anderen Taktgeber bewegt, verschoben. Das gibt dann weniger Störungen. Wir hatten einen Radio-Challenge beim Camp und Zach erzählt uns jetzt darüber. Also beim Camp, als wir diese Badges rausgegeben haben, haben wir auch das Problem gehabt, dass wir wollten, dass Leute noch rumspielen, mit dem SDR rumspielen. Und es gibt diese Annahme, diese Fehlannahme über software-definiertes Radio, dass es schwierig ist und unverständlich. Und Leute sagen, na, das sieht schwierig aus, ich will das gar nicht anfassen. Wir wollten aber, dass Leute das ausprobieren, was die Badge kann. Wir hatten also eine Radio-Challenge auf dem Camp,
also eine Art Schnitzeljagd. Wir wollten Leute einladen, mit dem Radio zu spielen und gleichzeitig klar definierte Ziele zu haben, was sie dann anfangen könnten. Genau, wollten eben, dass sie alle gleichzeitig Dinge ausprobieren. Wir haben also eine Schnitzeljagd gebaut. Wir wollten den Schwierigkeitsgrad erhöhen, anfangen mit sehr einfachen Problemen und dann die Schwierigkeit langsam erhöhen. Wir wollten es nicht wirklich richtig schwierig machen, wir wollten also nur langsam eine Lernkurve geben. Wir hatten sehr wenig Zeit, weil wir auch die Hardware fertig machen sollten und sie aushändigen sollten und supporten sollten müssten. Wir haben also nur 9 Challenges erstellt, aber eine musste wieder entfernt werden, weil wir aneinander vorbeigeredet hatten und deshalb waren alle möglichen Antworten falsch. Deshalb gab es also nur 8. Wir haben von jemandem vom Münchner CCC ein Webinterface bauen lassen, wo man sich anmelden konnte und die Lösung eintragen könnte. Das hat es für uns leicht gemacht, am Ende zu schauen, wer die meisten richtigen Antworten hatte. Ein kurzer Überblick über die Herausforderungen, die Aufgaben. Das erste war einfach nur, irgendwas zu flashen. Das ist eine sehr niedrige Einstiegshürde, sodass die Leute, die die Badge anschauen müssen, rausfinden müssen, wie man es startet und wie man Code drauf ausführt und vielleicht auch sie das Interesse weckt, etwas zu entwickeln, vielleicht ein Loadable. Die zweite Herausforderung war die Wasserfall-Challenge, also es gab einen versteckten Sender auf dem Camp, der in bestimmten Intervallen an- und ausschaltete. Und man sollte eben herausfinden, wie viel Zeit zwischen 2 Pulsen vergeht. Dazu musste man also irgendwelche SDR-Tools installieren, mit denen man eine Wasserfallvisualisierung machen konnte, um ein bisschen damit rumzuspielen. Nächstes war dann kaum schwieriger, nämlich herauszufinden, wie die Frequenz eines Signals ist. Wir sagten, es ist irgendwo zwischen 1 und 1,5 GHz und da muss man halt mit irgendeinem Wasserfalldiagramm das Spektrum durchsuchen und sich dabei bewegen. Wir haben dann die Schwierigkeitsstufe ein bisschen erhöht für den nächsten. Wir hatten einen FM-Sender, der ein paar selbst aufgenommene Sachen übertragen hat. Die App gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, also es reichte nicht einfach, die App zu installieren, man musste also wirklich ein Tool installieren oder es mit GQRX tun, das hat das eingebaut, aber auf jeden Fall muss man sich ein bisschen mit den Werkzeugen vertraut machen. Dann, weil wir beim Camp waren, haben wir einen Sender irgendwo versteckt. Die Leute mussten ihn finden. Und die erste Herausforderung war irgendwo in der Nähe unseres Villages. Es ist nämlich lustig, Leuten dabei zuzusehen, wie sie durch unser Village laufen und irgendwas suchen. Das war der einfachere Teil der Aufgaben. Wir wollten am Ende noch ein paar haarigere Sachen. Und das ist einmal HX2262, das sind diese ferngesteuerten Steckdosen, die ganz billigen. Wir hatten eine Fernbedienung für eine davon in unserem Village und die Leute müssten dann die Adresse dekodieren, auf der es sendet. In der Frage gab es eine kurze Einführung dazu. Es war jetzt nicht sehr, sehr schwierig. Es gab auch einen Workshop zum Thema SDR, wo auch dieses Thema erwähnt wurde. Und viele Leute haben das dann auch geschafft. Looking at a waterfall diagram that is really is fast enough to catch. Auch mit einem hoch genug aufgelösten Wasserfalldiagramm anschauen, wenn man einen einfachen Weg sucht. Und die letzten beiden Challenges. The same remote control power circuits, but das gleiche nochmal andersrum. In dem Fall musste man nicht die Adresse rausfinden, sondern eine der Steckdosen anschalten. Das war entweder zu schwierig oder wir haben irgendwas falsch gemacht. Das hat nämlich fast niemand geschafft. Ich glaube, wir hatten einen Teilnehmer, der es hingekriegt hat, also tut uns leid. Ich dachte, es wäre leichter. Und das letzte war ähnlich, aber man musste eben ein Signal finden und auch einen Morsecode dekodieren. Wir haben das irgendwo versteckt, in irgendeinem anderen Village und am Ende, als wir es wieder einsammeln wollten, wussten wir jetzt, wo wir es versteckt hatten, aber es war nicht mehr da.
So the plus point is when der Pluspunkt ist, wenn man allen Leuten auf dem Camp ein Radio gibt, dann hat jeder eins und dann haben wir für den nächsten Radioträger angehauen, haben seinen Laptop und Radio ausgeborgt und haben dann selbst so eine Suche gemacht und daraus festgestellt, dass es ohne eine gerichtete Antenne echt schwierig ist, dieses Ding zu finden. Die Erfolgsstrategie war dann am Ende, dass einfach eine Menge Leute um uns herum standen, um das Signal zu blockieren und haben so eine menschliche Richtantenne gebaut. Ja, in the end. We should have just asked. They had a lost and found Am Ende hätten wir einfach fragen sollen. Sie hatten einen lost and found Eimer in diesem Village und da war es drin. So, we had really fun. Also, es war auf jeden Fall sehr lustig, diese Aufgaben zu machen. Das Feedback, das wir bekommen haben, war sehr, sehr positiv. Es haben leider nicht so viele Menschen mitgemacht. Und deshalb dachten wir, wir machen nochmal eine Challenge auf diesem Kongress. Wir haben noch nichts vorbereitet, aber kommt doch bei unserer Assembly vorbei nach diesem Talk. Und vielleicht haben wir dann schon ein paar Challenges vorbereitet, einfach wenn ihr mit dem Radio rumspielen wollt. Es gibt noch eine andere Sache. Wir haben ein paar Mi-Lights. Das sind diese fernsteuerbaren Glühlampen, also diese fernsteuerbaren Lampen. With an RGB LED. Mit RGB-LEDs, die sind nicht so teuer und sie nutzen entweder das both normal light sockets. I forgot the names of those. Entweder ein normales Schraubgewinde für Glühlampen und the protocol is not wir warten auf den erste Person, die eine App für das Radio schreibt, die diese Lichte fernbedienen kann. Und wer auch immer es zuerst macht, bekommt von uns zwei dieser Leuchten. Ich glaube, der erste, der vorbeikommt sogar, ne? Okay. So, this is an art installation in the lounge. Hans and Chris from the Munich. Lichtinstallation in the lounge. Basically just a radio connected to ein Radio, das mit dem DMX in der Lounge verbunden ist. Das wird per Radio, werden die Kommandos an andere Badges übertragen und diese Radios schalten dann die LEDs, wie bei einem VJ. Das ist also relativ einfach. Es gibt ein kleines Protokoll. Ihr könnt alle LEDs zu verschiedenen Farben, auf verschiedene Farben schalten, ein- und ausschalten. Ein kleines Stück Hardware hier, einfach eine Blackbox, ein Radio dort befestigt, das ist ein Energieverstärker. Dies geht zu einer Antenne in der Lounge, die das Signal empfängt. Es gibt eine kleine Application, die deinen Nick anzeigt und wenn ihr in der Nähe der Lounge kommt, dann werden die LEDs zum Blinken gebracht, die Farbe eures Displays kann sich ändern und ihr könnt also Teil der Lightshow werden in der Lounge. Dies ist auf der RF-Flip von Hilse basiert. Ihr solltet einige LEDs haben, aber wir haben viele bei uns in der Assembly. Wenn ihr welche braucht, kommt zu uns. Wir haben eine Flash-Station, um die letzte Firmware zu bekommen. Auch das Lounge-Licht, ihr könnt es auch über GitHub bekommen, selbst kompilieren. Wir haben auch eine Binärdistribution später. Okay, SDR, dies wird sehr einfach. Was könnt ihr mit software-definiertem Radio machen? Es gibt ja einige künstliche Hacks, das Iridium-Zeug, wir haben Global Star, also Satellitenkommunikation. Dann gab es einen sehr schönen Zigbee-Hack, der sehr schwache Verschlüsselung ausnutzt, die das Zigbee-Protokoll enthält, um Schlösser zu öffnen, solche Sachen. Das könnt ihr euch anschauen, damit rumspielen. Öffentlicher Nahverkehr, vielleicht wollt ihr euren lokalen Fahrplan empfangen, das könnt ihr per Radio machen. Gibt es sehr viele verschiedene Hacks. Geht zu Hackaday, SDR-Tag auf Hackaday und da gibt es also Zeug. Interessante Protokolle, Satelliten, Flugzeuge, Decks für Telefone, Automation, viele Sachen, also Gebäudeautomatisierung. Hack on your heart's content. There's a lot of stuff. Wie es euer Herz begehrt. Es gibt vieles zu entdecken und es ist nicht so schwer wirklich. Possible standalone. Mögliche Standalone-Anwendungen für das Radio. Naja, also bitte. Dieses Ding hier ist ein Multifunktions-Software-defined-Radio. Es kann
also standalone arbeiten, benutzt dies. Benutzt die Rechenleistung, die ihr habt, nicht auf eurem Laptop, benutzt die Leistung, schaltet es ein, es muss nichts booten, es funktioniert einfach. Also es ist nicht so, dass irgendwas nicht funktioniert, weil vielleicht ein Software-Update fehlt. Tut Zeug auf eure SD-Karte, übertragt von dort. Lokalisierung im Innenbereich, auch die USB-Ports. Niemand hat bis jetzt etwas gemacht mit den USB-Ports, aber sie unterstützen den Host-Modus. Also ihr könnt einen USB-Stick in einen Socket einstecken, mit einem Adapter das Radio in den Computer tun. Ihr könnt also schauen, was dann eine Firewall, einen Sniffer machen aus eurem Radio. Wie nennt man noch gleich? Face Dancer. Ihr könnt also vieles mit dem Radio machen. Ein Radio bekommen. Wie gesagt vorher, einer unserer Prototyphersteller hat sich einverstanden erklärt, die Radios wiederherzustellen, wenn ihr sie fragt. Dietz Elektronikmanufaktur. Ich schlage vor, dass wenn ihr das wirklich haben wollt, ein Radio haben wollt, geht auf die Mailingliste, die wir jetzt haben, auf der nächsten Folie. Wir stellen euch ein Datenset zur Verfügung, ein Datenblatt. Ihr seid aber auf euch gestellt, die Teile zu besorgen. Wir sind nicht in dem Geschäft, Teile zu verkaufen. Das wird sich wohl auch nicht ändern. Letzte Folie, die Mailingliste. Es gibt jetzt eine Mailingliste, hat ein halbes Jahr gedauert, aber jetzt haben wir sie endlich. Tragt euch dort ein, besonders wenn ihr ein Radio haben wollt. Wir werden dort auch sein, um Fragen zu beantworten, euch zu unterstützen auf jegliche Weise. GitHub natürlich, da habt ihr die Firmware. Das Wiki ist nicht so aktiv gewesen in letzter Zeit, aber wenn ihr etwas dokumentieren wollt, geht dorthin. Viele Leute schauen immer noch drauf, denke ich. Dann gibt es den Radio Badge Twitter-Account. Dort könnt ihr Nachrichten bekommen. Ich denke, wir hatten einige schöne Antworten kurz vor dem Kongress über neue Apps, die wir fürs Radio haben. Kommt zur Assembly in Halle 3. Letzte Firmware mit unserem Flash-Gerät. Steckt eures Radio dort hinein und ihr könnt die letzte großartigste Firmware. Nehmt die Firma mit in die Lounge. Ich hoffe, das ist schon live. Gestern noch nicht, aber wir arbeiten hart daran. Und wir werden euch sicher. Man wird euch dort sehr, sehr gerne begrüßen mit dem Radio. Wir hacken auf SD-Karten und solchen Dingen. Eine halbe Stunde nach diesem Talk werden wir einen Verkauf von SMA-Konnektoren haben und einigen Hüllen. SuperQ from Milliways, glaube ich, hat diesen Morgen 8 RF-Kits übrig. Also, wenn ihr dort hingeht, wenn ihr wollt, geht dorthin. Vielen Dank. Thanks a lot, Zack und Schneider. Dankeschön, Zack und Schneider. Wir haben 10 Minuten für Fragen. Wenn ihr jetzt raus wollt, bitte tut das leise. Und wenn ihr bleiben könnt, bleibt bitte. Haben wir Fragen aus dem Internet? Einige, okay. Falls ihr Fragen habt, kommt zu den Mikrofonen. Die erste Frage aus dem Internet, bitte. The first question from Anna. Die erste Frage. They were wondering what tools were used to dimension the antenna. Tools werden gebraucht, um die Antenne zu dimensionieren? Pieces of copper. Okay. Kupferstücke vor allem. Die Antenne ist ein Referenzdesign von, ich glaube, QI. Wir hatten es auf dem ersten Prototypen. Es war total falsch. Was wir gemacht haben, ist, wir haben kleine Kupferstücke genommen, haben sie dran gelötet, haben versucht, die Ausmaße ein bisschen zu ändern, um es zu tunen, auf die richtige Frequenz einzustellen. Dann haben wir diese Abmessungen nochmal gemessen und haben es am Ende in die Batch übernommen. Also deshalb ist es ein bisschen falsch. Also Trial and Error eigentlich. Test. It was Trial and Error, basically. Es war Trial and Error, Versuch und Irrtum. Eine weitere Frage vom Mikrofon 3.
Hallo. Ihr habt erwähnt, dass ihr Bugs in der Hardware gefunden habt und ihr habt die Pläne veröffentlicht. Habt ihr diese Pläne geändert, nachdem ihr die Bugs gefunden habt? Das ist eine gute Frage. Nein, haben wir bis jetzt noch nicht. Das Ding ist, ich arbeite ein bisschen in Hardware, also auch professionell. Und ich versuche es nicht mehr anzufassen. Es funktioniert mehr oder weniger, es funktioniert ziemlich gut, wenn man sieht, wie viel Zeit wir hatten. Und die Bugs, die wir gefunden haben, sind eher kleinerer Natur, würde ich sagen. Wenn ihr das ändern wollt, dann bitte stellt einen Pull-Request. Aber seid ihr bewusst, wenn ihr irgendwas in der Hardware ändert und das Ding dann en masse produziert, das ist problematisch. Ihr müsst Prototypen bauen, die kleinste Änderung, und ihr braucht neuen Prototypen. Das ist meine Meinung. Okay, eine Frage aus dem Internet. Eine Frage von Hector. Welches Energielevel benutzt die Sendeeinheit? Wir können etwa 10 dBm übertragen, das sind also etwa 10 dBm, aber wir erreichen das nicht immer, es hängt ein bisschen von der Frequenz ab, und der FM-Transmitter hat alle Gains, das heißt, ihr könnt den TX-Gain hochdrehen und einen externen Verstärker anschließen, wenn ihr wollt. Wenn ihr den externen Verstärker, also den zusätzlichen Verstärker anschaltet und den Übertragungsgain auch hochdreht, dann bekommt ihr recht viele harmonische Störungen. Aber da können wir halt nichts dran machen. Okay, now microphone four, please. Mikrofon 4, bitte. That's no question. Okay. Das ist keine Frage. Dann 3, bitte. Hallo. Ein Feature Request wäre großartig, wenn ein Generator für GNU Radio gemacht werden könnte. Könnte ein Fließdiagramm, Plusdiagramm machen, Python Code. Das gleich mit dem Radioprojekt, um Code direkt in die CPU zu bringen, Flussdiagramm dafür. Mit einem Flussdiagramm ist es nicht auf unserer To-Do-Liste, würde ich sagen. Nice. Es klingt schön, aber auch schwierig. Honestly, I have no idea. Und ich hätte ehrlich gesagt auch keine Idee, wie man das right now. Momentan machen sollte. Also, wir haben keine Pläne dafür. Wenn du da einen Plan hast und die Zeit, dann stell einfach einen Pull-Request, wir mergen das gerne. I don't see that happening right now. Aber ich sehe es bei uns jedenfalls nicht. The Pull-Request. So, one question. Ja, danke für einen Pull-Request. Eine Frage vom Signalengel. Terze fragt sich, gibt es einen Hardware-Fehlerbericht, einen Erratum-File? Könnt ihr das auf GitHub tun? Ja, wir haben es gerade gezeigt. Nein, ernsthaft, wir haben ein paar dieser Bugs erst vor 2 Tagen gefunden. Als wir nochmal ein paar Annahmen überprüft haben. Und momentan ist diese Präsentation das Errata-Dokument. Okay, wir haben immer noch 5 Minuten. Da können also einige weitere Fragen aus dem Internet hier hineinbringen. Danke. Also from Tatzelbrum. Auch von Tatzelbrum. Könntet ihr einige Pointer, einige Hinweise geben über Software, Tools und Ressourcen, um Apps und Firmware für das Radio zu schreiben? Software Tools, es ist einfach ein Compiler. You can look at the GitHub code that is there. Ihr könnt euch den GitHub code anschauen, den es schon gibt. Es gibt da keine Magie, die irgendwie dokumentiert werden müsste. Also wir haben auch keine Zeit gehabt, um große Dokumentation zu schreiben, aber ich denke, der bestehende Code ist nicht schwer zu verstehen. Wenn ihr euch also einfach den Code anschaut, den es schon gibt, dann könnt ihr schon weit kommen. Das ist aber momentan alles, was es gibt. Sorry. Noch eine? Yes. Ja. Also, auch fragt sich jemand, wie wichtig sind die Metallhüllen um die empfindlichen Schaltkreise, weil es um RF geht. Einige Leute haben diese nämlich nicht bekommen beim Camp. Die Metallhüllen. Die Abschirmungen sind vor allem für den mechanischen Schutz wichtig. We did measurements. Wir haben Messungen durchgeführt, und es wird nicht so viel besser mit den Abschirmungen. Aber wir sind sehr froh, dass Leute die Abschirmungen drauf haben, denn das wird es einfach vor mechanischen Schäden schützen. Give a lot better results if you have some strong
wird deutlich besser, wenn ihr einen starken Sender direkt neben eurem Badge habt, zum Beispiel einen Motor oder so, oder irgendwas, was einen Funken erzeugt oder einen starken Sender enthält. Das wird in das Radio abstrahlen und das bekommt ihr in eurem empfangenen Signal. Aber wenn ihr es nicht neben einem Motor betreibt oder so, dann macht es kaum einen Unterschied, ob man die Abstimmung nutzt oder nicht. Hast du noch eine? Ja, es gab eine Diskussion über die bevorzugten Entwurfswerkzeuge für die Hardware. Würdet ihr KeyCard empfehlen? Oder ja, was ist das bevorzugte Entwurfswerkzeug für KiCad? KiCad auf jeden Fall. Also wir haben es, ich hätte es gerne in KiCad gemacht. Das Problem war, dass wir nicht die Zeit hatten, get some people into KiCad at that point. Alle Leute, die beteiligt waren, KiCad einzuführen. We had to really spit this thing wir mussten dieses Ding wirklich in Eile raushauen. Deshalb sind wir zurück zu Eagle, weil alle im Team Eagle kannten und wussten, wie man damit diese Sachen macht. Und das ist der einzige Weg, wie wir es in dieser Zeit geschafft haben. Die originalen Dateien von HackerF sind in KiCad und ich denke, das ist echt gut. Es wäre schön gewesen, das Radio auch in KiCad zu haben, aber es ist leider nicht der Fall. Danke. Und Mikrofon 7, bitte. Ich wollte nur fragen, ob ihr irgendwelche Informationen habt über externe Verstärker. Irgendwelche Informationen? Also die einzige Information, die ich hier geben kann, ist, also zwei Dinge. Erstens, schau dir das letzte Video von Michael Osman an. Er redet da über Senden und Verstärker. Und das zweite, stell einen Filter in den Signalweg. Wenn du das Signal stark verstärkst, dann wirst du Schwingungen haben und Peaks haben, wo du sie nicht erwartest, besonders wenn es halt verstärkt wird. Und deshalb musst du mit einem Spectrum Analyzer nochmal schauen, ob es wirklich passt. Du brauchst auf jeden Fall Filter, um nur die richtigen Frequenzen zu verstärken. Außer wenn der Verstärker schon einen internen Filter hat, das ist was anderes. Okay, und eine letzte aus dem Internet. Sir Robinson möchte wissen, was ist die maximale Sample-Rate? Es sind etwa 20 Millionen Samples pro Sekunde. Kann ein bisschen höher gehen. Ich rede jetzt von dem Radio im HackerF-Modus an einem PC. Jetzt kann man etwa 20 Millionen Samples pro Sekunde. Vielleicht sogar 1-2 Millionen mehr. Das kommt aber auf USB-Stack an und so. Aber du bist eigentlich von der USB-Bandbreite begrenzt. Okay, vielen Dank für diese Fragen. Falls jemand die vielleicht aufschreiben kann in ein FAQ, dass Leute dann lesen können. Do you have an FAQ already? Ja, habt ein FAQ. Ich glaube, es gibt ein FAQ im Wiki. Vielleicht könnt ihr es erweitern und all die Informationen dort, die ihr heute bekommen habt aus dem Talk, in schriftlicher Form dort einbringen, sodass Leute das noch einfacher dann darauf zugreifen können. Danke. Ja, danke auch fürs Zuhören bei der Übersetzung. Eure Übersetzer diesmal waren Sebalis und Matthew. Und Feedback könnt ihr gerne an C3Lingo auf Twitter schicken oder per Mail an lingo-content@list.ccc.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Hashtag C3T, Twitter-Account C3Lingo. So, the radios are not in the closet somewhere and getting dusty.